Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Unboxing. Extreme Unboxing. Ich habe schon ewig kein Extreme Unboxing mehr gemacht, merke ich gerade. Diesmal ein Unboxing, von dem ihr wieder nicht wissen könnt, was drin ist. Das ist das Schöne dabei. Weil die letzten Unboxings immer so waren, okay, das ist jetzt das und das und okay, da werde ich jetzt das und das erwarten können, aber hier wisst ihr nicht, was ihr euch erwartet. Sweet. nach dem Intro geht's weiter. Whee! Nee. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, zurück. Natürlich darf wieder etwas nicht fehlen, und zwar unsere obligatorische Schere. Ja, die muss natürlich wie immer sein, ohne geht gar nicht. Und wir werden das Paket jetzt hier aufmachen und gucken, was da drin ist. Kaputt. Kaputt. Zurzeit gibt es keine Let's Plays mehr, weil mein Roxio nicht mehr funktionieren will. Jetzt muss ich auf eine Antwort von dem Support warten, warum dieses Problem existiert. Ich habe leider keinerlei Ahnung. Und daher bitte ein bisschen Geduld. Daher dieses kleine Video noch nebenbei. Aber ich habe, glaube ich, ein anderes kleines Spielchen, was ich als Zwischen-Let's Play mal reinbringen kann. Als Let's Test vielleicht. Oder wenn ihr lustig seid, als Let's Play. Das müsst ihr dann entscheiden. Und ich habe es eigentlich schon mal gedreht, das Spiel. Also schon mal aufgenommen, aber es wollte nicht speichern. So, und ich habe mir Papier bestellt. Papier. Weiß Papier. Nein. Es ist super geil verpackt von den Typen. Finde ich mega. Wirklich ordentlich darauf aufgepasst. Und das gute Stück ist im Endeffekt hier drinne. Und ach der Scheiße. Ach, das ist das. Ah, wie cool ist das denn? Ist das Auto mit dabei? Ach du Scheiße. Ja, sag's mal, echt. Wie cool ist das denn? Das ist hier die Kamerabeweggedönse. Wie cool ist das denn? Ich hätte mir das eine Ding ja gar nicht kaufen müssen. Habe ich eigentlich eins dabei? Und ich glaube, da ist zum Mikrofon anmachen? Ich weiß es nicht. Ihr könnt euch ja im Endeffekt jetzt schon denken. Was es ist, es ist eine Kamera, eine neue Videokamera mit allem drum und dran von einem sehr netten Typen. Wenn ich jetzt weiß, kann ich ihn gerne mal verlinken. Er hat nämlich selber mal YouTube-Videos gemacht, macht sie aber wahrscheinlich, also wie ich es mitbekommen habe, nicht mehr. Ich versuche das hier gerade zu entknoten. Wahrscheinlich hat er das total ordentlich reingelegt. Aber dann kommt die Physik der Kabel hinzu. Und dann ist natürlich alles scheiße. So, das ist das Aufladekabelchen. Aufladekabel. Sehr schön. Haben wir das doch fast geschafft. Wird ein bisschen länger das Video. Ja, ist mir auch egal. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie zu schneiden. Deswegen sieht das alles komplett. So, das ist hier Aufladekabel. Dann haben wir, wie gesagt, die Kameraführungsgedönse dabei. Mega cool. Und ein USB-Anschluss. Diese Kamera ist so cool. Die hat keinen eigenen USB-Adapter, also kein USB-Anschlussgedönse. Das heißt, es braucht eine Dockingstation, aber die ist ja mit dabei. So wie ich das mitbekommen habe, ist nur die Frage, ob sie jetzt auch hier mit drin ist. Gucken wir mal an den Seiten, ob hier irgendwas ist. Da ist nichts zu finden. Und hier ist auch nichts zu finden. Gut. Haben wir das schon mal. Und jetzt machen wir es auf. Und wir haben einmal das Festhalteding. Ein zweites Akku.
hoffe ich, dass das ein weites ist. Wenn nicht, müssen wir eigentlich nur noch eins besorgen. Dann ein Objektiv. Von dem ich noch keine Ahnung habe. Aha! Okay, das ist mega cool, Alter. Das ist so sweet. Das werde ich alles demnächst testen. Ausprobieren. Ein zweites Akku. Mega gut. Sehr schön. Und hier haben wir die Dockingstation. Ohne diese Dockingstation kann ich es nicht mit einem USB an meinen Computer anschließen. Sehr schön. Das ist im Endeffekt kostet so eine Dockingstation schon fast 200 Euro. Wie ihr sehen könnt, Sony. Genauso wie die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Weil ich finde, Sony macht sehr schöne Kameras. Sehr gute Kameras. Eine Fernbedienung fürs Display. Eine fucking Fernbedienung fürs scheiß Display. Ich meine, was geht denn, Alter? Was geht? Und dann das wunderschöne, gute... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist die groß. Die ist riesig. Das ist eine Sony HDR SR7. Mit allen möglichen Funktionen, die ich gar nicht alles beschreiben kann. Soweit ich weiß, hat sie sogar ein schönes Nachtsichtfunktion. Und hier bin ich. Hallo! Ey, das ist ja mega geil. Sowas habe ich mir schon immer wirklich gewünscht für YouTube. Alter, so eine richtig professionelle, dicke Kamera. Ich wollte sogar noch ein bisschen dicker gehen, aber das hier reicht mir eigentlich im Endeffekt auch schon. Und soweit ich weiß, kostet so eine, habe ich im Internet gelesen, ich weiß nicht, wie alt diese Variante schon war, 1000 Euro knapp, diese Kamera. Und, ja, die Dockingstation 200 bis 300 Euro. Aber... ich habe sie für wesentlich günstiger bekommen. ich sag jetzt einfach mal nicht für wie viel. Der hat also ein paar Megapixel zu weniger. Okay. Das ist interessant. Diese Kamera hat hier 8,9 Megapixel. Die ich jetzt habe, hat 6,1 Megapixel. Werden wir dann sehen, wie stark das an der Qualität halt aushängt. Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal mega gut. Ich habe keine Ahnung, was soll das denn sein? Ist das für ein extra Mikro? Weiß ich nicht. Okay, das ist natürlich alles mega krass, Alter. Und eine ziemlich große Tragetasche. ich weiß natürlich nicht, was ich jetzt mit dieser Kamera hier mache, ob ich sie verkaufe oder ob ich sie behalte. Weil ich diese Kamera eigentlich benutzen könnte, um normale Fotos zu machen, weil dafür ist sie auch gut, weil ich ja immer ganz gerne mit den meinem besten Kumpel und seiner Frau immer ganz gerne unterwegs bin. Und ach so. Muss ich das jetzt so reinmachen, oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich das Mikro auch selber direkt reinmachen. So rum macht es schon mal keinen Sinn. Jedenfalls ist das mega cool. Es gefällt mir richtig gut. Mit einem schönen Objektiv mit dabei. Ich werde alles ausprobieren, was daran zu machen ist. Nur ist jetzt immer noch die Frage, wie kriege ich das überhaupt da drauf? Das will ich mal gerade ausprobieren. Entschuldigt mich. Aber es interessiert mich jetzt doch schon ein bisschen. Okay. Oh. Da mache ich schon kaputt, Siste. Okay, ich glaube, ich habe es schief reingedreht. Das ist natürlich mega gut. Ich glaube, vom Prinzip her habe ich es verstanden. Ja, okay. Gut. Oh, da
kannst natürlich mega gute Aufnahmen mitmachen, habe ich das Gefühl. Mega stylisch. Es ist. Oh, mit Licht sogar unten dran. Oh, geil. Okay. Scheiß einfach mal drauf, dass der halt nur 6,1 Megapixel hat. Scheiß der Hund drauf. Und scheiß mal drauf, dass er halt nur bis zu 20, meiner hat 50-fachen. Aber. Okay, der hat Digitalzoom 20-fachen. Und er hat 55-fachen Digitalzoom. Also im Endeffekt werde ich die Kamera auch behalten, wahrscheinlich. So wie es aussieht. Weil man mit beiden unterschiedlichen Aufnahmevarianten durchführen kann. Das ist ganz gut. Und ja. Ja, Chico, das. Ich mal kurz gucken, was ist denn? Open. Was denn Open? Wisst ihr was, das werde ich alles nach und nach herausfinden. Ich werde euch auf jeden Fall dann demnächst mal ein Testvideo zeigen, vielleicht sogar jetzt noch gleich. Wie das Ganze hier aussieht, wie es funktioniert und pipapo. Mega cool. Bedanke mich erstmal hier bis hierhin fürs Zusehen und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Und könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was ihr mir noch als Equipment noch weiter empfehlen würdet, vielleicht sogar. Und 37 mm, cool. Ja, dann. Wie immer, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugesehen habt. Und ihr könnt demnächst auf jeden Fall ein paar Real-Life-Let's Plays in guter Qualität mal begutachten. Also in einer anderen Qualität mal begutachten. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss! Naja, das war jetzt semi-professionell. Kata, was machst du da? Okay, ciao.